Ich freue mich total, weil der Robert ist bei mir. Und der Robert ist von The Clean World. Und ihr habt hier was hingelegt heute Morgen und heute Vormittag. Beziehungsweise hinlegen lassen. Das hat der Michael mitgebracht von Hydrolyk. Und ich habe mir das schon angeguckt, aber noch nicht ganz verstanden. Deswegen bin ich mega froh, dass du da bist und mir das erklären kannst. Ja. Ja, es handelt sich um eine Oberflächenbeschichtung. Einmal aufgetragen, ausgehärtet, desinfiziert sich die Fläche selbst und hält für ein komplettes Jahr. Das bedeutet, nein. Ich habe da nämlich eben was gelesen davon, dass es 6 Stunden einwirken muss. Da dachte ich mir, okay, das ist schon lang, aber man kann es sogar föhnen, ne? Man kann es überföhnen, wenn man Bock hat. Wir verwenden das eigentlich am Tagesende, dass wir die Studios beschichten und dann hat es über Nacht Zeit, dass es aushärtet und kann am nächsten Tag wieder in normalen Betrieb übergehen. Also man nimmt jetzt, ist das eine Lösung? Warte mal, ich kann leider, ich habe das Mikrofon. Kannst du das ein bisschen auseinandernehmen? Nimm das mal auseinander. Nimm es auseinander. Also in der Verpackung ist ein Mikrofasertuch. Die Flüssigkeit, um die es sich handelt. So. Eizhandschuhe. Ein Reiniger zum Vorreinigen der Fläche. Die Fläche muss staub- und fettfrei sein. Dafür das Mikrofasertuch. Dann wird unsere geheime Flüssigkeit hier wird geöffnet. Da ist wieder ein Tuch drinnen. Es wird dann reingefüllt, durchgeknetet, bis das ganze Tuch aufgesaugt ist. So getränkt ist quasi komplett. Ne? Genau, richtig. Macht man immer direkt die komplette Ladung rein? Kann man sich aussuchen. Okay. Man kriegt 5 Quadratmeter weit mit einer Portion. Wenn man kleinere Flächen hat, dann braucht man natürlich nicht so viel reingeben. Ja. Man knetet das also durch, bis das Tuch aufgesaugt ist. Und dann würde es sich anbieten, wenn 2 Personen das auftragen. Warum? Eine Person trägt auf und die andere kontrolliert gegen das Licht, ob die komplette Fläche appliziert ist. Okay, also du musst dann schauen, ob alles quasi benetzt und nass ist, damit du wirklich keine Ecke verpasst. Und man kann es eben verwenden für Arbeitsplätze, für Leder, für eigentlich für alle Untergründe. Krass. Also wirklich, also du, und wofür, also warte mal ganz kurz. Hm? Ich kaufe mir das jetzt, kann ich mir das auch für meine Küche kaufen? Natürlich. Du kannst sogar für dein Klo kaufen. Geil. Was kostet denn? Darf ich das jetzt schon fragen oder ist das noch zu früh? Sollen wir erst die Leute weiter überzeugen? Wir können es gerne öffnen. es kostet 64,90. Für die 5 Quadratmeter quasi. Jawohl, richtig. Genau, man kommt 5 Quadratmeter weit, was ist ja natürlich... eine Menge ist, wenn man jetzt bedenkt, dass man Türgriffe, Fenstergriffe, Lichtschalter, da kommt natürlich eine große Menge zusammen. Ja. Und man kann es wirklich überall benutzen, außer auf Teflon. Da hält es nicht. Ja. Positiver Effekt ist, es versiegelt die Oberfläche so sehr, dass nicht mehr Fingerabdrücke sichtbar werden drauf. Das ist aber dann schlecht, wenn einer einbricht. Ja, das ist schlecht. Sorry, ich wollte dir jetzt nicht an den Karren pissen. Das war nicht böse gemeint. Ah nee, ich finde das mega krass. Also es ist wirklich so, dass sie das kaufen und wenn du jetzt dann, sagen wir mal, du hast ja bestimmte Arbeitsflächen, die einfach immer wieder benutzt werden. Also ich denke mal nicht, dass es jemand jetzt fürs ganze Studio von oben bis unten für die Decken und alles benutzt. Nein. Also es ist auch für den Boden ist nicht ratsam, weil wenn jetzt jemand mit Straßenschuhe reinkommt und hat einen Stein drunter, kratzt es weg, genau, und dann kann man nicht mehr sicher sein, ob denn die Fläche appliziert ist oder nicht. Aha. Wie ist das denn, wenn ich, wenn die Piercer, so ein Piercer-Tablett oder sowas in der Richtung haben, so Oberflächen, wo auch manchmal dann irgendwie die Nadeln liegen oder die haben ja auch Skalpelle, wenn die jetzt Cuttings machen, geht es trotzdem und ist es gefährlich, weil es dann aufgekratzt werden kann? Das geht trotzdem, also es wird ja auch im medizinischen Bereich verwendet, sprich auf Operationstischen und so weiter und es dient einfach dazu, dass man dauerhaft desinfiziert ist. Okay, und ist... Oberfläche. Entschuldigung. fällt dann die Oberflächendesinfektion komplett weg oder gehen die meisten trotzdem noch rein aus Gewohnheit und aus Sicherheit, sicher ist sicher nochmal drüber? Ich betreibe selber ein Studio und wir desinfizieren immer noch vor und nach jedem Kunden. Ja. Es liegt einfach an dem, wenn wir einen Walk-in Day haben und unser Mittel wirkt erst nach 5 Minuten. Okay. Und man kann wahrscheinlich auch, also... Will man jetzt im Hygienebereich wahrscheinlich nicht so sagen, aber man kann auch sich erlauben, etwas schlampiger zu sein, wenn ich das so sagen darf, oder? Nein, Schlampigkeit bietet sie nie an im Studio. Okay, ja, deswegen arbeite ich auch nicht im Studio. Nein, aber man spart sich zum Beispiel Putzmittel im Nachhinein. Ja. Also ist Putzmittel nicht mehr mit dem Staub verbindet durch unser Produkt. Es eignet sich dann klares Wasser, normales, sauberes Wasser und dann kann man die wieder reinigen. Krass.
Und was machst du jetzt? Du sagst, du hast ein Studio. Bist du Tätowierer oder Piercer oder was? Studiobetreiber. Ah, okay. Also du bist ein Befehlsgeber. Ja, genau. Sklaventreiber, Befehlsgeber, der übliche Wahnsinn. Und wie seid ihr darauf gekommen? Also wie hat sich das ergeben? Der Erfinder ist der Bruder eines meiner Kunden. Ja, und das ist der junge Mann, den du auch dabei hast. Jetzt. Ja, genau. So. Der ältere Mann. Der ist geheim. Der junge Mann. Der agiert im Hintergrund. Der junge Mann mit dem Bart. Der hübsche Mann mit dem Bart. Ich habe gehört, ihr habt eine ziemlich coole Geschichte, wie ihr zusammengefunden habt. Ja, die ist aber so verdreht und so schwachsinnig. Will ich hören. Ich habe ja an das Studio Tätowierer von A nach B befördert. Und da ist er auf die Convention nach Köln gegangen. Und ich habe die dann an meinen Kollegen übergeben, die Tätowierer in Straubing. Und da war unser erster Kontakt. Also du warst quasi nur ein Übermittler von Personen. Ja, genau. Richtig, ja. Wir haben uns eigentlich über anderes Studio kennengelernt. Aber wie kam das denn? Also er hat das dann erfunden und dann hat er dir das erzählt? Oder genau, wie kam das? Der Sandro, sprich der Bruder von Matthias, hat es erfunden. Haben da schon alle Tests und Zertifikate eingeholt und der Matthias ist dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass es für Tattoo-Szene natürlich nichts Besseres gibt wie das. Aber was ist er denn für ein Beruf, dass er darauf kam? Weil du bist ja nicht einfach Tätowierer und denkst auf einmal, oder war das doch so? Der muss ja auch irgendwie medizinisches oder irgendein... Der Erfinder ist ein Malermeister. Ah. Ja. Ah. Und eigentlich ist ein Nebenprodukt. Sie wollten eigentlich eine Farbe entwickeln, die ihren Schimmel entfernt. Wäre auch nicht schlecht. Haben sie auch erfunden. Ah ja, stimmt. Gibt's schon irgendwas? Da das glaube ich dann auch. Da gibt's doch was, natürlich. Okay, dann streiche ich jetzt mein Bad mit der Farbe und mache Klo und Küche damit. Dann bin ich durch. Muss ich nie mehr putzen. Nie mehr putzen, sowieso. Nie mehr. Und wie lange macht ihr das jetzt schon? Also ich meine, das ist ja auch ein Weg. Also du hast, klar, du hast die Idee und dann brauchst du ja Kontakte, dann brauchst du jemanden, der das herstellt. Verpackung, Branding, alles Mögliche. Also der Sandro, der Erfinder, der war 13 Jahre, glaube ich, in der Produktion, in der Forschung. Hat mit sämtlichen Professoren und sehr hochrangigen Professoren zusammengearbeitet, das getestet und so ist es schrittweise entstanden. Und wie lange ist es jetzt schon tatsächlich auf dem Markt? Seit Juni. Oh, ganz neu. Ja, zuerst gesehen hier bei uns. Also wir waren der Erfinder war eben sehr vorsichtig, dass er wirklich eine gesunde Basis geschafft hat, dass er nicht angreifbar wird. Ja, ja gut, das ist natürlich auch, ne, wenn man sowas natürlich sagt, ja. Ne, 99,99%, das sagen ja auch diese Sakrotan-Tücher. Aber ja, wenn man dann natürlich dann noch sagt, ein Jahr, das ist natürlich eine Nummer. Sakrotan ist nur 99,9. Und das ist 99,9. Und bei uns sind es drei Stellen noch ein Komma, 999. Ah, also der Teufel bzw. die Viere liegt im Detail. Ja, so ist es. Krass. Es ist Lockstufe 5, es ist ganz kurz beim Sterilen. Und das ja dann dauerhaft. Bitte? Und also es ist kurz vor steril und das vor allem dauerhaft. Ja. Weil Sterilisieren ist ja auch ein Vorgang für sich. Der dauert ja mega lange. Natürlich. Und das ist eben das, es basiert eben auf dem, dass alle Bakterien, Keime und Viren die Nahrungsgrundlage entzieht. Somit können sie die nicht mehr halten auf der Oberfläche und sterben ab. Und es ist so versiegelt, dass dann auch wirklich gar nichts mehr passieren kann. Genau so ist es. Also, ich muss gerade nochmal fragen, let surface dry for 6 hours and dry with air dry for 5. Wie ist denn das mit den 5 Minuten, von denen du gesprochen hast? Du sagtest, das ja zwischendesinfiziert wegen irgendwelcher 5 Minuten. Wenn, angenommen, wir applizieren jetzt den Tisch und kontaminieren wir den dann mit Bakterien. Nach 5 Minuten fängt es an, dass die Bakterien absterben. Da müsst ihr natürlich, ne, kannst ja nicht dann erstmal Däumchen drehen, bis die Bakterien tot sind, sondern musst natürlich drüber wischen. Genau so ist es. Und dann, also ich nehme jetzt hier das und schütte das rein und dann habe ich das Tuch. Jawohl. Sagen wir mal, ich nehme jetzt hier nur den Tisch und ja, habe halt Bock, dass der steril ist. Mhm. Dann würde ich natürlich relativ wenig nehmen. Sagen wir mal, ich würde jetzt so vom Gefühl her so ein Fünftel von der Flasche nehmen. Grüß das hier rein. Ja. Dann walkst du das gut durch. Genau, man knetet das durch, bis das Ganze... Bis es durchtränkt ist. Durchtränkt ist, genau. Und dann würde ich drüber. Und dann habe ich die Wahl, das 6 Stunden, dann gehe ich erstmal nach Hause, gehe erstmal schlafen, gehe auf die Aftershow-Party. Oder schauen wir ein Konzert vor der Easter. Genau. Je nachdem, ja. Genau.
Und morgen früh komme ich wieder und sage, boah, der Tisch, der glänzt. Den sehe ich natürlich nicht. Ne? Aber doch, du siehst es tatsächlich, dass er glänzt, ja. Ach, also ein Jahr. Für ein Jahr, ja. So ist es. Krass, also das ist dann wie so eine, wie stellt man sich das vor? Wie so ein bisschen, Nagellack ist zu dick, ne? Also Nagellack, so. Es ist, wir bewegen uns im Mühbereich. Und es ist quasi so hauchdünn. Ich bin eher so mühelos, da kenne ich mich nicht mit aus. Also es ist so hauchdünn, ja. Ja, okay, krass. Und dann, wenn jetzt da aber dann einer vorbeikommt und setzt sich da mit seinem nackten Popo drauf, passiert ja öfter. Das macht fast jeder, ja. Ja, ja. Ja. Hier passiert es auch. Ja, ja, sehr oft. Ist jetzt natürlich Übertreibung. Ist so ein bisschen wie so eine Telemarketing-Show. Natürlich. Ne? Oh, was ist denn das? Oh, Nancy. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Was ist das? Also das könnte ja, also das habe ich jetzt verstanden. Handschuhe macht ja auch Sinn, klar. Jawohl. Aber dann haben wir noch das Tuch und hier den kleinen Kollegen. Der kleine Kollege, das ist der Reiniger, den man davor nutzt, um die Fläche staub- und fettfrei zu machen. Ah, okay. Man sprüht, man wischt, der übliche Wahnsinn. Ja. Und anschließend geht man mit unserem Produkt dann drüber über die Fläche. Okay, und das ist auch, also das ist so abgestimmt, das ist auch für die 5 Quadratmeter. Genau richtig. Ah, okay. Und der Reiniger ist eben kompatibel mit der Flüssigkeit. Okay, und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das, also wenn ich das jetzt, sage ich mal, ich würde das Ganze jetzt auf meiner Stirn machen, was würde dann passieren? Auf deiner Stirn? Nein, also ist das schon sehr gefährlich dann auch für die Haut. Ich denke mal, dass auf deiner Stirn dann ein Ausschlag entstehen würde. Es ist erst... Oh, im, ja, ich sehe es gerade. Es ist erst im getrockneten Zustand, im ausgehärteten Zustand ist es absolut unbedenklich. Und auch lebensmittelecht. Also du sagst es nur, was war das noch gleich für eine Fläche, die man nicht darf? Teflon, ja. Aber sonst alles? Ansonsten alles. Krass. Es ist auch so, es ist flüssiger wie Wasser, kommt in jede Pore. Man kann zum Beispiel atmungsaktive Jacken, wenn man damit behandelt, bleibt die Jacke atmungsaktiv. Es verschließt nichts, sondern es umschließt die kleinen Atome, so geht es mal. Und dann, also ihr macht das dann wirklich einmal im Jahr, habt ihr dann bestimmt einen Termin im Kalender, wo ihr das ganze Studio dann loslegt? Wir haben die Option, dass wir Studios zertifizieren. Ja. Mit Webnummer, also es ist dann auch für jeden nachvollziehbar, es wird auf unserer Homepage dann veröffentlicht, wer das zertifizieren lassen hat, wird mit Datum natürlich ausgehändigt, das Zertifikat, und dann kann man das jährlich erneuern. Gibt es dann auch eventuell, also sage ich jetzt mal, ich habe ein Studio, ich probiere es im ersten Jahr aus, finde das mega geil, gibt es dann auch so, also jetzt nicht eine Flatrate, das klingt immer so dumpingmäßig, aber so eine Art Abonnement? Ja, wer sie zertifizieren lässt, kriegt natürlich einen Preisrabatt. Okay. Macht Sinn. Ja. Yeah. Sehr gut. Ja, krass. Habe ich vielleicht noch was vergessen zu fragen? Ich bin total begeistert und total, also ich war auch am Anfang sehr verwirrt, aber jetzt habe ich alles verstanden, glaube ich. Aber habe ich noch was vergessen zu fragen, was sehr wichtig ist für die Kunden oder überhaupt, was du gerne möchtest, dass die Leute das wissen? Eigentlich haben wir alles durch. Aber die Geschichte erzählst du mir nochmal genauer, wie ihr euch kennengelernt. Ist ja eine Dynamik vom Allerfeinsten, da werde ich nochmal nachbohren. Okay, dann erstmal vielen lieben Dank fürs Interview. Ja, ich sage danke. Danke schön.